Warum gibt es nicht eigentlich sowas als Metal? Ich meine Zombie-Metal. Ne? So ein neues Genre, ne? Wo die wo der Sänger nicht irgendwie so growlt wie halt in den letzten Jahren entstandenen Metal-Formen, derer es mannigfaltig viele gibt. Hui. Wow, was ist das? Zombie-Baby! Oh, er hat mich im Brand gesteckt, der kleine Scheiße. Der hatte eine Goldrüstung an. Minecraft, was du machst? Oh, hier ist eine Lush Cave. Ja, die sind immer so schön, aber teils auch schön gefährlich, ne? Oh, da kommt was. Auch das habe ich gesehen. Ich habe dich gesehen, du Schwein. Oh, ich sehe schon wieder was. Ich höre schon wieder was. Alter. Oh, nö, da ist das Oxalotl da. Die machen ja auch solche Geräusche, als würde irgendwie ein Zentner schwerer Mann über einen Betonpfad laufen. Betonpfad. Ja, schreibt mal in die Kommentare, was haltet ihr von einer Katze namens Betontod? Das ist ja irgendwie eine kleine Referenz an den lieben, lieben Helge Schneider. Heider, genau. Schnellgeheider. Wow, was du machen? Scheißendreck, Creeper. Geh. Hui. Wäre ja geil, wenn die Creeper auch so ein Call to Arms hätten wie die Zombomaten. Also du erschießt einen Creeper und alle Creeper aus der Umgebung versammeln sich an dem Ort und machen dir das Leben schwer. Mojang, ich habe das nicht gesagt. Nein, liebe Leute, liebe Leiter von Mojang, lasst das bitte sein. Ich kann auf solch ein Erlebnis gut verzichten. Was ist das da drüben? Das sieht aus wie Minenholz. Würde mich jetzt nicht sehr wundern, aber so tief unten würde es mich schon wundern. Doch, das ist eine Mine. Oh, und ich höre schon wieder unfreundliches Geklönker. Oh, ich höre eine Menge unfreundliches Geklönker. Könnt's ja jetzt sagen. Und es wäre vielleicht auch gar nicht falsch. Guck mal, aber schon wieder ein 64er Fackeln weg. Ein 64er Stack, ja? Ein 64er Stack. Und wer es schrecklich findet, wenn ich sage 64er Stack, weil es gibt doch nur Stacks von 64, dann schaut mal her. Hier ist ein 38er Stack Diorit. Hier ist ein 23er Stack Gravel. Und ein 2er Stack Knochen und ein 1er Stack Andesit. Hast du was gemerkt? Es sind nicht immer alle anderen blöd. Manchmal bist auch einfach nur du blöd. Natürlich meine ich wieder niemanden persönlich. Ja, jetzt hatte ich mir eigentlich vorgenommen, hier nur dieses Material da zu holen. Holen wir natürlich ein bisschen was, klar. Ich will aber natürlich auch noch. Ui! Tja, hast du dir wehgetan? Geschieht dir recht, du Stück. Dann komm her, wenn du haue willst. Na, bist du blöd oder was? Ja, hier, du Arsch. So. Ich höre schon die nächsten Graulen. Nee, aber das wäre doch eine geile Metal-Art. Stell dir das vor. Zombie-Metal.
Minecraft Zombie Metal, wo der Gesang dann immer so ist, nicht, also so ab und zu so ein Growler wie im zum Beispiel Death Metal oder anderen Metal-Arten wäre ja durchaus drin, aber ansonsten fehlt mir so dieses, das hat so irgendwie so was Lebensverneinendes, ne? So, ist alles scheiße, bin ich hier so schön in der Ecke drin, ne? Wäre doch hier ein schöner Platz, um gecornert zu werden. Um zu cornern. Mit den Zombie-Bros. Zombie-Bros. So. Die Zombie-Bros. Und die Zombie-Sis-Männer. Hier ist eine Menge an Skelettgeschmeiß, habe ich gerade so mitbekommen. Ui, ich sehe reichlich Spinnenaugen. Da es sich hier um eine Mine handelt, wie wir vorhin gerade nicht nach unten graben, niemals unter den Füßen liegen. Zu spät. Habe ich schon als Minecraft-Noob geoutet. Aber ich habe auch nie was anderes behauptet. I never promised you a rose garden. Oder wie die Idols sagen würden, wie hat euch eigentlich die Folge mit der Gastmusik von den Idols gefallen? Ach nee, die gab's hier gar nicht. Die gab's nur in Fallout. Point Lookout, glaube ich noch. Ach ja, so langsam komme ich ein bisschen durcheinander mit dem ganzen Quatsch. Ist aber auch kein Wunder. So, Achso, nö, ich habe noch Fackeln. Ich dachte, weil ich die nicht setzen konnte. Die Dinger mag ich ja so gerne. Ich will die haben. Gib her. Habe ich die jetzt? Habe ich die? Ja, ich hab sie. Ja, ich hab sie. Ich hab sie. Ja, ich hab sie. Hab sie, hab sie. So, 50 Minuten aufgenommen. Es pressiert noch nicht gar sehr, aber es fängt so langsam an. Was für eine Spinne bist du? Eine normale und ich hau sie mit der Fackel. Fuck. Fuck. So, also das war jetzt keine giftige. Das da unten ist in der Tat Minenholz. Das heißt also, die Mine, die wir mal hatten, die gibt es wahrscheinlich nicht mehr. Dafür aber eine andere. Interessant. Ja, diese schönen Bäumchen mag ich sehr, sehr gerne. Wachsen ein bisschen ungut. Also ich meine, ungute Form. Ah, der alte Honk und das Rülps hat mal wieder zugeschlagen. Ui, was sehe ich da? Tot. Tot, dir du Schwein. Was sehe ich da unten? Du leuchtest wie ein Weihnachtsbaum. Hui. Ja, nö. I'm not verletzt. Wisst ihr noch, wie ich noch vor einiger Zeit vor jedem Baby-Zombie-Geräusch weggelaufen bin, soweit ich nur konnte? Ach, guck mal, da kommt der nächste Scheißer. Hui. I have infinity. I have infinity. Ah ja, da ist mir jetzt was Neues untergekommen. Also ich habe ja eine ganze Zeit lang mal auch Ami-Punk gehört, wie Dead Kennedys und so weiter und so fort. Und war eigentlich einigermaßen traurig darüber, dass es dann ja auch eine ganze Zeit von Yellow Biafra und so weiter nichts Neues gab. Da gab es natürlich schon Lard und so weiter, aber ich fand Lard eigentlich nicht so klasse. Und jetzt vor einiger Zeit wurde mir nahegebracht von jemandem Yellow Biafra and the Medicine School of Guantanamo. Geiler Name, ne? Wow. Wow. Wo kommt die Scheiße her? Wow,
Der nimmt mich gut aufs Korn, der Vogel. Der soll ruhig herkommen. Diese scheiß Fledermäuse schon wieder, ne? Siehst du das, wie die versuchen, dem zu helfen? No help for you, Bastard. Hui. Bastardschwein. So. Nur nicht hier irgendwo gecornert werden. Ja, also sieht hier sehr interessant aus. In the Tat. Und interessante Rohstoffe hier auch. Töpfchen. Warum konnte ich den nicht treffen? So. Haben wir es jetzt? Können wir jetzt weitermachen oder was? Hui, hört sich aber nah an, wollte ich gerade sagen. Boah, ich habe deinen Bruder umgeschossen, du Knochenarsch. So, heieiei. Gut, was los hier unten? Hoffentlich finde ich auch mein Bett wieder. Ach, so mache ich mir neue, das ist doch kein Problem. Dann lass doch mal schauen, wie das Inventar aussieht. Ja, wow, die Levels sind gut. Dann muss ich bald wohl wirklich mal mit Ü. Das ist ja mal gar nicht sicher, ne? Der ganze Quatsch hier. Warum sollte es auch? Ich sollte erstmal die obere Etage. Denn da sind mir zu viele Durchbrüche, ne? Da kann jederzeit was von oben runterspringen, ach, was du nicht sagst. Ach, guck mal, ich habe Diamanten gesehen und ich habe einen Zombie gesehen. Ich hab ein Zombie gesehen, ein Zombie am Himmel, er war so wunderschön. Was? Ja, es ist ein Lied, eine Anlehnung an ein schönes Lied namens UFO von der ersten allgemeinen Verunsicherung. Bossi! Ui, ich soll gerade von mehrerer Seite auf verschiedenste Arten und Weisen getötet werden. Und ich mache mich einfach davon. Guck mal. Nee, ich wollte eigentlich den Spinnspawner erstmal einbauen. Da ist noch ein Klotz frei. Ha! Ui. Ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg. Ach, scheiß Sau. Warte mal. Oh, du Drecks. Arsch. Dieses Wasser hier muss, das ist eher ein Fluch als ein Segen. Da unten ist ja immer noch ziemlich dunkel, ne? Kann das sein? Klüm, klüm. Au, hier ist es überall. Übelst dunkel. Ja, am besten so gut wie möglich ausleuchten. Mitten im Dunkeln ins Crafting gehen. Von Zombies gecornert und umgebracht werden. Ja, das sind so die kleinen Freuden des Lebens. That's love. Ja, und ich fange hier sicherlich wieder zigtausend Themen an und höre sie nicht auf, ist klar. Ja, ach, und ich bin ja so absolut angetan von eurer, also ich weiß nicht, ob von deiner, bist du dabei, von eurer
Resonanz auf mein 1000er Video, auf 1000 Jahre Minecraft. Seitdem läuft es ja wirklich gut. Also ich würde sagen, fast jedes Minecraft Video seitdem, es sind nicht viele, hat innerhalb kürzester Zeit 100 Aufrufe gekriegt, innerhalb der ersten ein bis zwei Tage. Kann das sein? Herr Kittenkurm, der hat das gut auf dem Schirm. Hui. Ja, das, sowas ist natürlich äußerst klug nicht. Das hätte ich jetzt aber auch nicht machen sollen, weil der Honk hat noch was gelernt. Ne? Ihr wisst ja, ne, der Honk, das ist so ein Spätzünder, ne, der lernt immer erst, wenn alle anderen die Dinge schon 100.000-fach begriffen haben, ist klar. Ihr seht, ich bin zu Selbstkritik fähig, aber auch immer mit einem zwinkernden Äuglein. Und nee, ich habe wieder was zu schätzen gelernt, nämlich die Verzauberung Fortune auf einer Spitzhacke, auf einer Hitzspacke. Komm her, du Sau! Warum? Ach so, ich habe die gar nicht. Doch, habe ich doch. So, ja, irgendwie. Nein, ich will gar nichts so sagen von wegen, ja, Minecraft unperformant und so, sonst sagt man mir noch nach, ich würde Minecraft für Dinge verantwortlich machen, wo ich ganz einfach honkig bin. Ja, soll vorkommen, also dass ich das tue, manchmal. Aber ich bemühe mich, diese Dinge, also dass das passiert, möglichst wenig passieren zu lassen. So, ehe mich die Spinne in den Lavastrom stößt und... So, gehen wir weg. Wasser ist nämlich nicht immer vom Vorteil. Weil es nass ist. Ah! Du kleine Futt! Ihr habt was kaputt gemacht von mir. Ich mach dich alle. Du hast was kaputt gemacht? Auch meine goldenen Stiefel. Und denn? Ist eh irgendwie... Moin! So. Man darf halt einfach nicht diese Panik haben. Ja, jetzt habe ich Zombie am Ohr schwingen, weil ich deren Kind gekillt habe. Ey, der war eh schon, ey, wer als Kind schon ein Zombie ist. Digi. Der war schon kaputt. Ja, ich weiß, ich gehe jetzt in eine gute Position, um gecornert zu werden. Nö, das tue ich nicht. Ich suche lieber mal diesen Stöhnkopf. Ich glaube, bereits gefunden. Munze. Ich baue mich mal hier so rüber und verstopfe das. Was tut der Honk? Was du machen? Oh. Also, das hört sich gar nicht gut an hier. Das hört sich an, ouch, als würde ich gleich von Gravel erschlagen werden. Und wenn ich das da weggrabe, dann fahren die ganzen Zombies nach unten. I can bet on this. Ich kann ein Bett aus dem machen. Was? Moment. Wuss. Dann, nee, was ist mit dieser Ecke hier? Achso, da kommt man dann runter auf die nächste Etage. Und da sind all diese netten Herren, die hier so komische Geräusche machen. Diese Moosklötze. Ja, ich weiß, vielleicht mit Sicherheit für ästhetische Baugeschichten ganz, ganz gut. Also wenn man einen einen Tisch sich bauen will, an dem man sowohl essen als auch Tee trinken kann, dann baut man sich einen Ästhetisch. Und dafür kann man Moosklötze gebrauchen. Habe ich mir so gerade ausgedacht. Ist das Crafting-Rezept für einen Ästhetisch? Ja, nein, doch.
Boah, ich höre reichlich viele Spinnen. Der hört sich so an, als könnte man hier ganz schnell mal einen giftigen Tod sterben. Hui. Wow. Hört sich das hier ungesund an, Freunde. Och, guck mal, wer da kommt. Moin, Zen. Ja, ich hab dich auch gehört, du Arsch. Und deswegen bist du jetzt tot. Ah. Ich habe die Spinne da hinter der Ecke gesehen. Da ist noch eine. Bleib. Da hinten sind auf jeden Fall Spinnweben. Da ist es noch so ein großer Talkessel hier, also wir werden hier so schnell No Peace finden. Okay. Wisst ihr was, meine Lieben? Ich sehe gerade etwas, nämlich dass ich will uns nur mal in Sicherheit bringen, ein bisschen. Möglichst dahin, wo schon viel ausgeleuchtet ist. Da bringe ich uns mal hin und sage für diese kleine Sitzung jetzt Ciao mit Harvey Höhle. Wir sehen uns dann übermorgen in der nächsten Folge, wenn wir uns dann hier noch ein bisschen umgucken. Dann müssen wir auf jeden Fall mal endlich die Arö graben, weil dafür bin ich eigentlich hier. Und mal am Arkan-Institut und am unsichersten Portalraum des Nethers bauen. Bis übermorgen. Ciao mit Harvey Höhle.